Den ersten Advent feiern die meisten wohl am Christkindlmarkt oder in der Küche beim Keksebacken. Nicht so die motivierten Spielerinnen des SVS Schwechat. In der Sportstadt Schwechat begann der Advent mit einem spannenden SVS Katschibol Weihnachtsturnier. Über 55 motivierte Frauen starteten in das Turniergeschehen, wo alle Teams in den Vorrunden gegeneinander antraten. Also SVS Catchyball Schwechat macht es nun zum zweiten Mal, dieses Weihnachtsturnier. Und wie man unschwer erkennen kann, haben sich 7 Mannschaften heute angemeldet. Am ersten Advent, das muss man ja den Damen schon hoch anrechnen, dass sie sich die Zeit nehmen. Aber es ist auch Zeit für sie, dass sie miteinander untereinander heute spielen können. Und uns freut es ungemein, dass diese Sportart jetzt immer stärker Anklang findet, und wir wollen das gerne weiterhin unterstützen. Ich bin seit 4 Jahren bei diesem Team dabei, und es ist so, dass wir schön langsam entstanden sind. Begonnen haben wir vor 4 Jahren circa mit 3, 4 Spielerinnen. Das erste Weihnachtsturnier war 2016, glaube ich jetzt. Und bisher konnten wir immer den Titel verteidigen mit dem ersten Platz. Wir hoffen auch heuer, wir werden uns das Bestes geben. Wir sind mit 9 Spielerinnen oder 10 jetzt insgesamt vorhanden. Und es sind 7 Teams aus verschiedenen Gegenden, sage ich mal jetzt, da, die natürlich mit uns das Spiel bestreiten werden. Das Weihnachtsturnier im Catchball Mamanet ist eine ganz tolle Veranstaltung. Es findet genau zum ersten Advent statt. Ich glaube, dass es auch diesen familiären Touch hat, der unterstrichen wird. Und es geht nicht nur um dieses, sondern geht auch um den Sport. Weil unsere Damen, die hier spielen, sind ja momentan österreichischer Meister. Und auch im Breitensport ist das, glaube ich, eine Größe, die wirklich ganz toll zu tragen kommt. Ihr seid ja beide Bundesmeisterinnen. Wie fühlt man sich da an? Wie hart ist es, diesen Titel zu erlangen? Ja, man darf es nicht unterschätzen. Wir haben schon hart daran gearbeitet. Aus Hobby wurde dann auch ein bisschen ernst, und nicht nur Sport und Spaß, sondern wirklich auch Leistung zu bringen. Und es macht uns aber nach wie vor sehr viel Spaß, und der Humor gehört einfach dazu. Das soll nicht fehlen bei diesem Spiel. Und ist man vor jedem Spiel noch aufgeregt? Ja, also ein gewisser Nervenkitzel gehört schon dazu. Wir können jetzt wirklich so richtig fühlen, wie die Kinder sich fühlen, weil unsere Kinder sind ja auch in Vereinen tätig oder mitwirkend. Und das ist jetzt wirklich schön, einmal auch diese Phase oder diese Zeit kennenzulernen, in diese Richtung auch einmal ausprobieren, etwas zu dürfen. Vor allem in diesem Alter auch, muss man auch dazu sagen. Wie groß ist der Stellenwert des Sportes in Schwechat? Der Stellenwert des Sportes in Schwechat ist sehr groß. Wir haben ja mit der Gemeinde unseren Jugendsport, der ganz, ganz wichtig ist. Wir bauen mit dieser tollen Institution, können wir dann dementsprechend Talente fördern und die dann dementsprechend weiter in den Vereinen, allgemeine Klasse oder dergleichen, dann weiter trainieren können und Erfolge erreichen können. Die Begeisterung scheint auch von jung bis alt groß zu sein. Wenn man sieht, dass alleine in dieser Halle 7 Teams sind, also so eine Anzahl hat es nicht mal für die Meisterschaften gegeben, sieht man eigentlich, was für einen Zuspruch das wir haben, und ich finde das absolut fantastisch. Haben Sie Ziele für Ihr Team für das nächste Jahr? Auf jeden Fall. Wir wollen natürlich wieder unsere Bundesmeisterin gerne für nächstes Jahr wieder angehen, und dementsprechend haben wir uns darauf vorbereitet und werden uns auch weiterentwickeln. Gibt es irgendwelches Team von heute, von dem Sie am meisten irgendwie Respekt haben? Definitiv hier. Ja. Das sind unsere Lieblingskonkurrenten. Ja, die haben eigentlich von Beginn an, die waren auch ziemlich bald dabei bei diesem Sport. Und da wir uns das immer wieder ausmachen, im Finale letztendlich übrig zu bleiben, ist es auch heuer wieder spannend, ob es wieder so sein wird oder sich mittlerweile andere Mannschaften auch der Leistung mitwirkend so weit sind, dass man sagt, man kann vielleicht mit anderen das Finale bestreiten oder wir sind nicht dabei. Das bleibt ein Rätsel, wie jedes Jahr. Ja? Wir hoffen. Also an und für sich haben sich die Damen immer weiterentwickelt. Ich muss sagen, sie werden immer professioneller. Sie bekommen auch Trainer und Trainerinnen. Also es wird heute sehr schwer werden, halt zu sagen, wer wirklich gewinnen kann. Nona nicht, gebe ich ehrlich zu auch, dass unser Team natürlich, SVS, natürlich unter die Top gesetzt sind. Aber schauen wir mal, wie die Damen der anderen Mannschaften auf das eingehen werden. Den 7. Platz erreichte Kritzendorf. 6. wurde Pinkerfeld. 5. La Mix. 4. Union Crazy Catchers. 3. Eibiswald. 2. SVS Schwechat. Und den 1. Platz holte sich das Team aus Herren.